Hallo, liebe Freunde des Versammlungsrechts bzw. der Versammlungsfreiheit. Ein weiterer Artikel der Dresdner bzw. sächsischen Qualitätspresse vom 24. April, das ist Freitag gestern gewesen, 22:09 Uhr. Überschrift: Demo von Pro Chemnitz trotz Verbot. Polizei löst Proteste auf. Eine geplante Demo der rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz hat über mehrere Instanzen die Gerichte beschäftigt. Endergebnis ein Verbot. Einen Polizeieinsatz gab es trotzdem. Also die Polizei hat am Freitagabend Grüppchen von Protestierenden der rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz aufgelöst. Die Einsatzkräfte stellten am Abend mehrere untersagte Ansammlungen fest, wie die Polizei mitteilte. An verschiedenen Orten im Stadtzentrum hatten sich demnach im Laufe des Abends jeweils bis zu 120 Menschen versammelt. Eine Gesamtteilnehmerzahl ließ sich laut Polizei wegen der unübersichtlichen Lage nicht beziffern. Aus einer Gruppe heraus habe ein 53-Jähriger einen Polizist mit einer Fahnenstange attackiert und leicht verletzt. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten zählten am Abend insgesamt 9 Straftaten, unter anderem wegen Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie 46 Ordnungswidrigkeiten. 2 Hundertschaften seien in der Innenstadt im Einsatz gewesen. Zuvor hatte die geplante Demonstration mehrere Gerichtsinstanzen beschäftigt. Die Stadt sei nicht verpflichtet, Pro Chemnitz eine Ausnahmegenehmigung vom derzeit in der Corona-Krise geltenden Verbot von Versammlungen zu erteilen, entschied das Oberverwaltungsgericht am Freitag. Es hob damit eine vorherige Entscheidung des Chemnitzer Verwaltungsgerichts auf, wonach Pro Chemnitz mit maximal 15 Teilnehmern hätte protestieren dürfen. Die Bürgerbewegung Pro Chemnitz kommentierte daraufhin auf ihrer Facebook-Seite: Wir gehen jetzt unter Einhaltung des 1,5 Meter Abstandes in der Stadt spazieren und flanieren durch die Innenstadt und die Geschäfte, auch um das Rathaus. Ursprünglich 500 Teilnehmer angemeldet. Mit dem Titel oder Motto: Wir wollen raus, staatliche Willkür beenden. Die Stadt Chemnitz hatte dies abgelehnt. Vor dem Verwaltungsgericht hatte die Vereinigung noch einen Teilerfolg errungen, unter strengen Auflagen höchstens 15 Teilnehmer räumlich getrennt, nur eine Stunde lang. Müsse die Genehmigung erteilt werden, so das Gericht. Sowohl Pro Chemnitz als auch die Stadt hatten dagegen Beschwerde beim OVG, also Oberverwaltungsgericht in Bautzen, eingelegt. Und zwar taten sie das wohl schon, also Pro Chemnitz, am Donnerstagabend. Die Oberverwaltungsrichter entschieden, dass die Versammlung auch mit einer sehr geringen Teilnehmerzahl infektionsschutzrechtlich nicht vertretbar sei. Sie verwiesen dabei vor allem auf den vorherigen Montag, als zu einer ersten Pro-Chemnitz-Demo zwar ebenfalls nur 15 Teilnehmer erlaubt worden waren, aber mehrere hundert Menschen sich im Umfeld aufhielten. Diese hätten sich zudem uneinsichtig gezeigt, als die Polizei Platzverweise erteilte. Der Beschluss des OVG ist unanfechtbar. Liebe Leute, was steht im Grundgesetz? Jeder Deutsche hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist der Fakt. Es bedarf keiner Genehmigung für eine Demo oder Versammlung. Die Versammlungsbehörde darf, kann, soll, muss Auflagen erteilen. Das kann die Zahl der Demo-Teilnehmer sein, das kann das Verbot von Transparenten oder langen Fahnenstangen sein, Hunde sind verboten, Alkohol und so weiter. Aber es bedarf keiner Genehmigung und somit gibt es auch kein Verbot von Versammlungen. Die Presse, die Qualitätspresse, erweckt immer wieder den Eindruck, und ich sage euch, die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes kam eine Stunde vor der Demo. Wie willst du, nachdem du zu einer Demo aufgerufen hast und eine Stunde vor Versammlungsbeginn das Verbot, das grundgesetzwidrige Verbot ergeht, wie willst du die Menschen eine Stunde vor der Demo noch erreichen? Da wirken gerade teilweise Gerichte, die Chemnitzer Stadtverwaltung, die Polizeibehörden und die Qualitätspresse wirken gerade zusammen und beerdigen unser Versammlungsrecht. Ich rufe ausdrücklich nicht dazu auf, sich zu versammeln, aber Leute, wacht auf,
Unser Staat, unsere Gesellschaft gleitet in einen Totalitarismus ab, den wir nicht zurück in die Tube bekommen. Ich bin fassungslos, was die Presse da abliefert. Und die Gerichte und die Versammlungsbehörden und die Polizeibehörden. Und dabei mache ich den Polizeibeamten definitiv keinen Vorwurf. Ende und aus.